Du buchst deine Kreuzfahrt und auf einmal geht deine Krankheit um. Was kannst du tun? Wie gefährlich ist es? Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tag X. Ja, es ist passiert, auf der Diamond Princess sind 10 bestätigte Coronavirus-Fälle. Allerdings werden wir den Coronavirus in diesem Video nicht nochmal großartig anreißen, sondern es geht hier generell darum, was ist es für eine Situation, wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff gefangen ist und dort nicht wegkommt, weil man vielleicht auf dem Ozean unterwegs ist oder wie hier vor Japan ankert oder vor einem anderen Land ankert und es geht eine Grippe um oder irgendeine andere, etwas ansteckendere Krankheit. Natürlich möchte man sich nicht infizieren, denn keiner von uns möchte krank werden und schon gar nicht mehr etwas, was potenziell gefährlich sein könnte. Dementsprechend solltet ihr immer Handsanitizer mit euch führen. Wascht euch die Hände, geht duschen, wenn es geht, möglichst oft mit, haltet euch sauber sozusagen. Ich meine, das ist ja eine grundsätzlich generelle Regel, dass man sauber sein soll, aber in diesem Fall noch dramatisch wichtiger. Denn auf einem Kreuzfahrtschiff kommt man nicht weg, man kann den Menschen nicht aus dem Weg gehen. Man trifft sich beim Essen, man geht aneinander vorbei, die Gänge sind eng, man ist andauernd in Kontakt mit anderen Menschen und man weiß ja nicht, wer ist krank. Manchmal sieht man es, wenn sich jemand ganz bestimmt benimmt, wenn er viel hustet, wenn man sieht, er schwitzt sehr viel, aber oft sieht man es nicht. Und dementsprechend ist Hygiene in diesem Fall das oberste Gebot. Desinfiziert euch die Hände, wascht euch die Hände, bevor ihr damit ins Gesicht fährt und schaut, dass ihr, wenn möglich, wenig Kontakt mit anderen Menschen habt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen isolierend und ein bisschen dramatisch, aber in dem Fall ist es wichtig, dass man sich selber schützt und so viel Zeit wie möglich auf der eigenen Kabine verbringt. Vielleicht sogar ein Nicht-Stören-Schild an die Kabine hängen, dass mögliche infizierte Crewmitglieder, die es vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, dass sie eventuell krank sind, die ja die Kabine sauber machen, dass die nicht auch noch da die Bakterien verteilen. Haltet eure Kabine selber sauber, nehmt euch Desinfektionsmittel, das ihr hoffentlich immer in euren Taschen habt und wascht euch so oft wie möglich die Hände, vor allem bevor ihr dann mit ins Gesicht fährt, bevor ihr euch am Auge kratzt, bevor ihr in der Nase popelt. Denn das ist die einfachste und effektivste Methode, sich vor so etwas zu schützen. Gott sei Dank sind keine Deutschen infiziert. Natürlich ist es natürlich schade für jeden, der, also es ist dramatisch für jeden, der infiziert ist. Diese Personen sind allerdings schon in Quarantäne, sind schon im Krankenhaus angelangt und in dem Fall jetzt im Diamond Princess Fall. Und es ist aber so, dass das Schiff noch weitere 2 Wochen unter Quarantäne stehen muss, da natürlich sichergestellt werden muss, dass sich kein weiterer infiziert. Aber wie gesagt, so ein Schiff ist ein Inkubator. Ihr könnt den Menschen nicht aus dem Weg gehen oder sehr schwer aus dem Weg gehen und dementsprechend ist das Ansteckungsrisiko auf so einem engen Raum sehr viel größer, als wenn man in einer Stadt oder in einem Dorf wohnt, wo man auch mal sich zurückziehen kann und wo man sagt, ich blocke jetzt die Menschen ab, ich halte mich da raus. Dementsprechend passt immer auf, haltet eure Gesundheit in eigenen Händen und dann solltet im besten Fall natürlich nichts passieren. Ausgeschlossen ist es natürlich nie, aber dementsprechend wollten wir euch nur mal diese kleine Story bringen. Wir hoffen, es war für euch informativ. Heute ist so ein Tag, wir sind mitten in einer Planungsphase und dementsprechend ist das Video heute ein bisschen kürzer. Wir freuen uns aber dennoch über jeden, der hier abonniert und jeden, der hier liked und jeden, der hier fleißig kommentiert, solange diese Kommentare fair und konstruktiv sind. Darüber freuen wir uns natürlich sehr und schreiben auch so oft es geht zurück. Wir bekommen allerdings in letzter Zeit so viele Kommentare, dass es dann nicht immer einfach ist, zurückzuschreiben. Das heißt, sollten wir auf einen von euren Kommentaren nicht zurückschreiben, dann hoffentlich seid ihr nicht zu sehr offended, dann haben wir ihn vielleicht einfach nicht gesehen und in dem Fall kommentiert einfach unter dieses Video nochmal. Wir werden natürlich versuchen, jedem Einzelnen zurückzuschreiben. Bis zur nächsten Woche wünschen wir euch noch eine sichere Woche und hoffen, dass ihr soweit alle gut unterwegs seid und as always, keep on prepping.